Um mit dem Echelon von Level 6 auf Level 7 zu kommen, müssen wir 30 Gegner heimlich töten, 5x 2 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten und 2x 3 Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Da fliegt eine S-Rail-Drohne. Ach, die S-Rail, die gibt's ja auch noch. Und 1x 2 Gegner innerhalb weniger als 3 Sekunden im Nahkampf töten. Haben wir Blendgranaten ausgerüstet? Nein, haben wir nicht. Dann... Ich habe keine Blendgranaten. Wo gibt's denn sowas? Alles sauber. Habe ich denn keine Blendgranaten? Muss ich die erst freischalten? Normal nicht, oder? EMP? Gut, so viel zu dem Plan. Blendgranaten wird also nix. Na gut, dann eben nicht. Dann klappt das halt ohne Blendgranaten. Dann vielleicht zur Not damit. Ist die weg? Oh, gut. Wir haben einen da. Laufen auch noch welche rum an der Straße. Da. Oh shit. Ich gucke jetzt mal, wo da die Gegner genau sind. Einer hier, zwei auf der anderen Seite. Wenn ich den töte, um die Ecke gehe, einen Kopfschuss gebe oder anderweitig erschieße und dann den nächsten töte. Ich glaube, so kann es gehen. Vorausgesetzt, ich komme nah genug an den ran, ohne dass er mich entdeckt. Habe ich schmaler Schatten? Ja, habe ich schon, gut. Ich bin nicht da. So, Kacke, das wird schwierig. Ich riskiere es. Okay, so schwierig war es dann doch nicht. 10, 9. So, damit haben wir die. Sehr gut. Und haben wir noch 3 Gegner, das ist auch gut. Die Infos kann ich mal mitnehmen, vielleicht gibt es einen Bivouac oder so. Natürlich nicht. Klasse. Die Karte hier ist noch komplett zugedeckt. Bis auf ein paar Ausnahmen. So generell hat... Oh, das sind ja noch 2. Schön. 5, nicht 2. Komme ich denn auf 2? Generell sind Handfeuerwaffen so die das Mittel der Wahl hier, ne? Ja, kann man so sagen. Für Aufgaben Nummer 2 und 3. Das war schwierig hier. Ich vertraue meinem Aim im Moment nicht so. Sie greifen uns an! Alter Falter. Gut, dann warten wir mal nach. Hat der vielleicht noch... Kann ich die Drohnen so... Eine kriege ich so, aber... Vielleicht kann ich die irgendwie so werfen oder hinlegen. Aber wenn ich ihn hinlege... Die Drohnen zählen halt auch als Gegner. Ja, vielleicht kriege ich da... Eins. Nee, das die andere kriege ich nicht. Nee, das habe ich nachgeladen, ne? Ja, scheiß drauf. Nehmen wir eben die 5 und dann damit haben, müssten wir es dann auch haben. Also zumindest die Aufgabe Nummer 3. Die zweite noch nicht so, aber...
Oh Gott, wie weit laufen die denn? Wie laufen wir hier überhaupt? So, hier zum Transportzentrum. Mein Bereich ist auch sauber. Fertig, ja was? Oh. Ach da, guck mal da. Oh je. Feindliche Helis abgezogen. Alles gut. Wie abgezogen? Der fährt, fliegt doch jetzt erst über uns drüber. Da ist er. So, das waren zwei. Da kommen die restlichen fünf da hinten. Reicht es ja vielleicht doch. Also eigentlich müsste es genau reichen. Vorausgesetzt, ich treffe. Was haben wir denn hier? Die Nachtsicht gehört. Wärmesicht haben wir schon. Hier ist absolut nichts. Lassen wir aus. Leto, hier ist auch nichts zu sehen. Alles sauber, nichts zu berichten. Ja, nein, gar nichts. Hier gibt's auch nichts zu melden. Oh, Vorsicht, sie werden an. Hier ist einer mit Kontakt. Gut. Damit haben wir alle Aufgaben bis auf die erste. Und dann können wir jetzt auch wieder aufs Sturmgewehr wechseln. Sehr gut. So, wo ist denn dieses Transportzentrum? Das ist... Da? Ja, da. Und dann müssten wir die restlichen 17, die uns noch fehlen, easy kriegen eigentlich. Vorausgesetzt, da sind genug Gegner. Nein, wir brauchen nicht das Biwak. Vor allem nicht wegen mir. Der Nomad in-game hat im Moment so viel, ungefähr so viel Kondition wie ich im Real Life. So. Haben wir hier irgendjemand da oben? Ach, das Ding ist das. Okay. Nun. Erstmal sondieren. Dass das Ding so wenig Gegner sind. Die meisten sind da oben. Da müsste ich erstmal hinkommen. Vielleicht sind in den Gebäuden hier auch noch welche. Weiß ich nicht. Da ist einer zumindest. Zwei. Naja, zwei macht's. Ist besser als nix. Mensch, Nomad. Total erschöpft. Habe ich eine Wasserflasche dabei bestimmt, oder? Minen brauche ich jetzt ja nicht. Na gut, ich dachte auch, ich hätte Blendgranaten dabei, aber das war ja auch ein Trugschluss. Rechts aber auch weg, ne? Da. Oder? Ja. Nee. Doch. Ist da jemand? Seltsam. Ich sehe mir das mal an. Muss dir da nichts ansehen. Keine Sorge, das ist vollkommen überbewertet. Der schläft auch nur. Das ist ein Haufen NPCs. Ich laufe da sehr unbedacht rum. Noch 13. Ich höre noch einen. Ist da drin? Da ist er. Gut, das war's hier unten.
Ja. Passt du auf, was du dir wünschst? Das könnte in Erfüllung gehen. Ist da oben jemand oder ist das nur... Ja. Genial. Sehr wirkungsvoller Zaun. Du bist immer noch nicht fertig? Die warten bestimmt schon beim Labor auf uns. Beeil dich. Okay, ich arbeite daran, verdammt. Lass mich endlich in Ruhe. Ja, was macht Fury denn da oben? Ich wäre gern so reich. Mit Geld kann man viel Gutes tun. Sauberer Schuss, Ghost. Noch 9 Gegner. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Auch manchmal so ein nervigen Ohrwurm. Ah! Bewegung! Noch 7. 6. 5. Schlag mal nach, nur zur Sicherheit. Und Fury kann jetzt scannen. Oh, sehr gut. Das könntest du direkt mal einsetzen. Noch 5 Gegner. Ich kann auch was scannen. Ne, kann ich nicht. Oder? Doch, kann ich. Okay, wir haben hier noch 6 Gegner. Muss nur hinkommen. Wir sehen nichts Verdächtiges. Verstanden. Hier ist auch alles klar. Üben wir später noch? Dieser neue Scharfschütze hat mit Kron Gracie trainiert. Ein Braungurt. Wird sicher lustig. Das stimmt doch was nicht. Warte. Ich kann ihn leider nicht sehen. Ich konnte ihn doch sehen. Heidewitzka. Oh, shit, den sehe ich aber nicht. Den brauche ich aber. Das ist mein letzter. Mein letztes Opfer. Für heute. Also für jetzt. Oh Mann. Der steht halt gerade da hinten um die Ecke. Den so Autsch, nicht. Und damit sind wir auf Level 7. Nice. Jetzt muss ich mir noch hier rauskommen. Oh je.